Hi Tennis und willkommen zu meiner Vauban 2.0 Vorstellung. Ja, auch ein Frame, der weiterhin fast nur ausschließlich von Spielern gespielt wird, die schon etwas erfahrener sind und länger mit dabei sind, weil er doch etwas komplex ist, aber vielleicht hilft euch jetzt mein Video, um den etwas besser zu verstehen. Und deswegen schauen wir uns als erstes auch mal sein Bild direkt an. Hab hier einmal ein Allround-Bild für euch vorbereitet, weil wir ganz einfach mit ihm mehrere Missionstypen spielen können. Und ja, als Aura wieder kurze Ruhe, rollender Schutz wieder mit drin und außerdem den zerfallenen Drachenschlüssel wieder ausgerüstet. Ganz klar, wir spielen hier wieder mit Schildbreak, deswegen die drei Elemente wieder mit drin. Und dann haben wir Prime Kontinuität für die Fähigkeitendauer, Prime Plus für den hohen Energiepool Vorbereitung. Ja, wir starten sofort mit voller Energie, 638. Könnte man sich hier auch überlegen, ob man sich den Luxus hier gönnt mit Vorbereitung oder ob man doch hier mehr auf Stärke geht zum Beispiel. Das muss dann jeder für sich selbst wissen. Vielleicht noch kraftvolle Triften mit reinpacken, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Fähigkeiten, Reichweite. Also das kann jeder dafür sich selbst entscheiden. Aber wir haben hier mit Überdehnt und Ausdehnung ja eigentlich genug Fähigkeiten, Reichweite hier. 235 reicht hier alle Male, wie ich finde. Ja, und außerdem hier nochmal blinde Wut. Haben wir nochmal da 39 Stärke oben drauf, weil ja, über den nimmt uns natürlich einiges weg. Aber auch hier die Fähigkeiten Stärke auf jeden Fall ziemlich gut, denn auch hier, wir spielen hier mit der Feldapotheke ganz klar. Wir haben hier durchgehend volle Energie, heißt, wir können hier unendlich unsere Fähigkeiten nachbauen und ist auf jeden Fall, wie ich finde, ist eine richtig schöne Sache mit Vauban so zu spielen. Deswegen hier auch wieder gleichzeitig ja, mit Gleichgewicht, außerdem wieder die Sympho-Mods bei den unseren Begleitern, damit das Ganze funktioniert, wandeln hier wieder komplett um, haben wie gesagt volle Energie durchgehend und macht auf jeden Fall so richtig Spaß. Und zu guter Letzt haben wir dann noch hier abstoßende Bastille, seine Augment-Mod, ja Bastille-Augment für seine Ulti ganz einfach. Gegner innerhalb von Bastille haben eine hundertprozentige Chance, alle 4 Sekunden herausgeschleudert zu werden. Oder Vortex hat halt zwei Optionen. Die Ulti werde ich euch gleich nochmal zeigen. Vortex-Dauer wird für jeden weiteren Vortex, der in ihn hineingeworfen wird, um 70% seiner Maximaldauer verlängert. Wie das Ganze dann ausschaut, zeige ich euch gleich. Ja, Arkaner Antrieb, zusätzlich nochmal ein bisschen Energie zu pushen, auch wenn es nicht unbedingt sein muss, habe ich mich trotzdem erstmal für entschieden. Und dann Arcana Nullfeld, wenn es auch gegen die Korpusgegner geht, damit die uns ganz einfach nicht hier die Energie jedes Mal leer ziehen. Aber auch da könnt ihr ganz individuell euren Spielstil ganz einfach die beiden Helme anpassen. Sind jetzt beide nicht unbedingt Muss. Deswegen schaut da am besten selbst, was euch da vielleicht mehr liegen würde. Und jetzt gehen wir einmal hin, packen einmal eben schnell den Begleiter rein. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die Sympho-Mods brauchen wir hier ganz einfach wieder. Damit Gleichgewicht funktioniert, könnt ihr euch auf Fortuna bei den Missionen einmal farmen. Ich zeige euch die nochmal eben ganz schnell. Hier habt ihr die beiden dann und mit den beiden funktioniert dann wie gesagt Gleichgewicht. Nur ohne geht die Umwandlung dann leider nicht. Und dann haben wir ja erstens mal die Möglichkeit, die Fastille. Ihr seht jetzt einmal, wenn ich die normal aktiviere, die Ulti, ja, baut sich praktisch hier so ein Fällt drumherum auf, was jetzt die Gegner hochheben würde. Und ich kann aber hingehen, ich kann jetzt die Ulti gedrückt halten. Und ja, dann seht ihr praktisch diesen Vortex. Und jetzt jedes Mal, wenn ich einen weiteren reinwerfe, gibt es nochmal einen Bonus, schaut da auf die Zeit und geht dann immer höher. So, weiter geht's. Ich habe mal eben gewartet, bis das Vortex hier ja, aufhört, weil sonst wird es hier ziemlich nervig. So, wir fangen jetzt einmal an und ich zeige euch einmal die beiden Möglichkeiten, die wir dann mit Vauban haben oder zumindest die ich jetzt hier am meisten nutze, sagen wir es mal so, 20 korrumpierte Kanonen und die Eximus Gegner, ja, Energie haben wir direkt voll und ich wähle auch sofort mal eben hier die Flächerkugel aus oder wie heißt die nochmal genau, ja, Flächekugel, denn auch die macht ziemlich viel Damage, mit der würde ich auch jetzt in diesem Spielstil auf jeden Fall spielen und jetzt schaut mal ganz einfach, ich gehe jetzt hin, schmeiß einmal die Ulti rein. Gebe hier die Gegner hoch und wir warten mal kurz einen Moment. Dort ungefähr, denke ich, 5, 6, 7 Sekunden. Ja, und schon haben die ganzen Gegner hier keine Rüstung mehr. Und jetzt werfen wir mal 4 Stück, können wir insgesamt werfen. Seht ihr auch, 40 Sekunden sind die aktiv. Und ja, schaut einfach mal auf den Damage, die ganz einfach machen. Das ist schon wirklich
ziemlich krank. Wenn die Zeit endet, habt ihr gesehen, dann werden die praktisch da reingezogen einmal. Und selbst mit Rüstung. Also, die machen einfach wirklich extrem kranken Schaden und deswegen würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, da auf jeden Fall auch mit zu spielen, weil das macht wirklich schon ziemlich viel Spaß. Ja, jetzt müssen wir mal eben kurz die 10 Sekunden warten, bis sie wieder aufgehört haben, weil sonst werden die neuen direkt beschossen. Möchte euch hier den zweiten Spielstil direkt einmal auch zeigen. Energie haben wir ja eh voll. So, ruf nochmal 20 neue, nicht 18, sondern 20. Und das zum Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe mit den Hochheben, kann man dann natürlich immobile Verteidigung ganz gut spielen, wenn man da ein Ziel die ganze Zeit beschützen muss. Und der Spielstil, den ich euch jetzt zeige, ist ganz einfach. Wir nehmen auch wieder die Ulti, halten die aber diesmal gedrückt und ziehen direkt alle in den Vortex rein. Und da können wir dann wirklich hingehen und damit Langzeitüberleben spielen, wie ihr gerade auch gesehen habt. Wir ziehen die ganze Zeit die Gegner da rein, können immer wieder durch die Feldapotheke neue reinschmeißen. Und macht auf jeden Fall mega Spaß, so Feldapotheke geschmissen. So, schmeißen jetzt einfach mal ein paar rein, die werden da reingezogen. Dann nochmal zusätzlich Schaden machen mit die Fläche kugeln. Auch wenn die jetzt hier dabei die Rüstung nicht verlieren, trotzdem einfach nochmal zusätzlich. Push nochmal ein bisschen, halt mal die Phantasma rein, kriegen ein paar Fox. Ja, schmeiß die Glaive einmal rein. Und das war's. So kann man dann die ganze Zeit spielen. Wir könnten uns mal gucken, wie lange die Zeit jetzt noch von dem Vortex insgesamt, wie hoch die jetzt eigentlich geht. In diesem Spielstil, ich bleib mal deswegen extra hier stehen, damit ich die ganze Zeit Energie gucke. Und wir gucken mal, wo das Maximum jetzt hier bei der Moddung ist. Boah, wir sind schon über 230. Ja. Da ist dann das Maximum bei 232. Also weit über 3 Minuten ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wo die Gegner die ganze Zeit reingezogen werden. Nur ein kleines Manko möchte ich auch sagen, habe ich dann doch an Wauban. Das, was wirklich nerven kann in manchen Missionen, gerade in Verteidigungsmissionen. Das Problem ist ganz einfach, sobald wir dann hier mit dem Vortex wirklich spielen und die Gegner ranziehen, macht es dann auch keinen Unterschied, ob da irgendwo Mauern oder sonstige Sachen sind. Die Gegner werden dann wirklich teilweise ganz einfach davor die ganze Zeit gezogen. Und ja, der Vortex alleine macht einfach nicht viel Damage, der macht meistens nur Magnetismus-Schaden. Also ganz einfach ab einem gewissen Gegnerlevel, wenn die Gegner dann hier wirklich hinter Mauern gezogen werden. Wir müssen da jedes Mal wieder hingehen, die Gegner töten. Deswegen wirklich darauf achten, wo man den einsetzt. Am besten wirklich irgendwo, wo eine schöne freie Fläche ist, weil sonst kann es wirklich schon mal, ja, genauso ermüden werden wie eine schlecht gespielte Wisp, die ganze Zeit ihre Thunderprox da legt, wenn man da irgendwelche Verteidigungsmissionen macht und die ganze Zeit die Gegner stunt, ist genauso schlecht wie so ein Wauban, der die ganze Zeit dann wirklich einfach die Gegner hier gegen Mauern alles zieht. Ja, ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen, lasst mir gerne Feedback da und wenn ihr mögt, hören wir uns dann beim nächsten Mal, Tenos. Also, bis dann.